halt. So. Flammenwerfer benutze ich eh nie. Bam! Fällt mir aber ganz und gar nicht. Ach, come on. Okay, wo geht's hier lang? Einfach nur zum Scannen. Sonst ist hier nix. Dann auch nur Iridium. Hier noch irgendwie was versteckt zum Scannen oder sieht nicht danach aus. Triebwerksgeschwindigkeit nicht ausreichend, um Wand auf 12 Uhr zu überwinden. Dann machen wir es eben zu Fuß. Boom, bitch! Scheiß auf die KI, ey. Auch immer diese Hackerei-Kacke hier. Ah, zack. In Mass Effect 3 hat man diese... In Mass Effect 3 hat man diesen Hackerkram nämlich nicht mehr. Geht alles automatisch, zum Glück. Hast du mir wieder Besuch geschickt oder was? Scheinbar nicht. Uiuiuiuiui. Alter, das Ding bleibt ja überall hängen.
Was gibt's hier? Iridium, schon wieder. Und schwebende Steine da links. Und da links auch. Es ist im Allgemeinen sinnvoll, direkten Kontakt mit geschmolzener Lava zu vermeiden. Alter. Muss man auch erstmal wissen, wo man hier lang muss. Das war knapp. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Kann ich hier hoch? Und ist da oben dann was zum Scannen? Da oben ist auf jeden Fall was. Noch gerade so überlebt. Okay, ich verliere, dass wir auch hier drauf schießen können. Nee, doch nicht. Dachte, die würden dann explodieren. Hört mich das hier so weit weg? Nee. Alter, was sind denn das hier für Wege? Muss ich denn jetzt überhaupt lang? Von da unten komme ich. Da rechts geht's scheinbar nirgends lang. Okay, muss wieder über die Lava. Ich schätze mal, ich muss nach da oben dann. Oh Mann. Das war noch relativ einfach, aber ja, ne? Oh. Hätte ich das machen sollen? Die Kamera kaputt machen? Gerade mal ausprobieren. Ah. Weiß jetzt nicht, ob das irgendwas bringt, wenn ich die Kameras kaputt mache. Ich schätze mal einfach nicht. So Payday-Style. Wenn man alle Kameras kaputt macht, ist der Polizeiansturm danach nicht so hoch. Aber naja. Ach Mann, ey. Ja. Bisschen böser Druide. Okay, hier bekomme ich ein Medizinkit. Sie haben uns gesehen. Sau nice. Ach nein, nicht die Dinger. Bringt mit der Shotgun hier nicht viel. Alter. Hasse diese scheiß Drohnen. Machen sollen. Was ist auch, ich habe hier echt voll den Überblick verloren, wo ich jetzt überhaupt primär entlang muss. Hier geht es scheinbar nach oben weiter. Ich will jetzt erstmal wissen,
Was, wo mich der Weg da unten hingeführt hätte. Da gab es ja auch noch was. Zumindest lag da eine Leiche. Und ich konnte da entlang gehen. Bevor ich da jetzt irgendein cooles Upgrade oder so verpasse, gehe ich da lieber nochmal nachgucken. Okay. Das hat sich somit erledigt. Mehr als ein paar Credits waren es nicht. War hier auch noch was? Nee. Hat so ausgesehen. Als wäre da noch ein Thermalmagazin oder so, aber hab ich mich enttäuscht. Getäuscht. Nicht enttäuscht. Alter, kannst du mal da hochspringen, Shepard? Danke. Da ist aber ein Magazin. Dankeschön. Ja, es hat sich um die Drohnen gekümmert. Fühle mich sicherer, wenn das kaputt ist. Wo geht's hier lang? Zu Gegnern. Oh Mann, hier gibt's so viele Wege. Oh Mann. Ich bin gerade am Überlegen, wie lange ich überhaupt noch aufnehmen soll. Weil es wird jetzt auch mittlerweile schon recht spät und ich habe nicht mit so einer umfangreichen Mission gerechnet. Ach du Scheiße. Nicht noch ein fucking Mech, ey. Oh Mann. Gut, dass ich vorher noch dran gedacht habe hier, ne? Kann sich mal jemand darum kümmern, bitte? Das wäre echt nice. Alter. Meine Fresse. Was hat der Computer hier für mich? Credits. Naja, besser als nichts. Meine Fresse! Was sagt die Türen einfach offen? Was zum Teufel war das denn? The fuck?
Ich höre Sie, Doktor. Wir sind in der Vulkanstation fertig und gehen nun weiter. Shepard Ender. Oh Mann. Okay. Dann haben wir das hier auch schon mal. Dann ist jetzt nur noch diese Prometheus-Station dran, ne? Die ist doch Prometheus, oder? Das war eine tollkühne Glanzleistung. Die Vulkanstation war ein Erfolg. Sie müssen immer noch zur Prometheus-Station und die Abriegelung von dort aus aufheben. Viel Glück. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Nee, da will ich noch nicht direkt lang. Mir fehlen noch zwei Versorgungspakete. Oder Notfallpakete oder was auch immer. Die würde ich gerne erstmal alle finden. Ich weiß ja nicht, was die mir im Endeffekt alles noch bringen. Naja, vielleicht finde ich die da hinten noch. Wächter sind nahezu unzerstörbar. Ja, ich bin aber kein Wächter. Ich bin Abiotiker. Ich bleib bei dem Team. Wäre schwachsinnig, jemanden von der Station oben runter zu rufen. Von der Normandy, die da irgendwo rumfliegt, hoffentlich. Und mich nicht schon vergessen hat. Holy shit, warum macht ihr sowas? Scannegebiet. Analyse. Generatoren liefern Energie für Hauptschild. Warnung. Die VI-Infektion hat die Kontrolle über die Geth-Kanone übernommen. Wie kriege ich denn die... Ah, ich habe schon so ein Gefühl wie... Das ist ja mal einfach. Empfehle Ausweichmanöver. Das ist ja mal einfach. Warnung, wir werden anvisiert. Warnung, Geth-Kanone nimmt unsere Position ins Visier. Empfehle Ausweichmanöver.
Stirb, Motherfucker! Keine weiteren Bedrohungen geortet. Betreten des Schiffes nun möglich. Ja, verdammt! Ich fühle mich echt nicht wohl. Ein Geth-Schiff? Auch wenn ich mich nicht wohlfühle, ist der Granatwerfer nicht unbedingt nötig, hoffentlich. Achtung Besucher, diese Serverlessanlage enthält gefährliche KI-Technologie. Ja, Gott. Für Verletzungen oder den Tod während ihres Besuchs sind sie ausschließlich selbstverantwortlich. Uns wurde gerade gesagt, dass die Atlas-Person noch ein bisschen Geld für das Experiment will. Hoffentlich bedeutet das endlich den Durchbruch. Das hier gefällt mir gar nicht. Ständig die Seelen leuchten um sich herum zu haben, ist ziemlich unheimlich. Als würde uns aus den Schatten der Tod anstarren. Ich würde lieber auf der Vulkanstation arbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist ein bisschen gerade auch wie System Shock, habe ich fast das Gefühl. Keine Ahnung warum, aber. Und dieser KI, die am Durchdrehen ist. Immer wieder diese Gesicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe doch, die werden nicht alle noch aktiv. Ach Mann. Das Ding lenkt mich doch irgendwo hin. Schon ein bisschen unheimlich hier. Von da bin ich gekommen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nee. Sag ich doch. Die KI lenkt mich irgendwo hin. Hier ist zu. Muss ich denn hier? Nee. Da lang? Aber da ist doch nichts. Doch, da ist eine Tür, die ich Vollidiot nicht gesehen habe.